Moin Leute, willkommen zur neuen Folge der FIFA 17 Retro Trainerkarriere. Ich darf nicht lügen, es ist entweder Folge 7 oder 8. Bestens darauf vorbereitet, würde ich sagen. Und wir haben ja schon, wir sind mit dem Februar, ist einige Zeit vergangen. Wir haben Spiel gegen Cambridge, Mansfield Town werden wir spielen, Calais werden wir nicht spielen, simulieren. Hartlepool werden wir spielen und Steven Edge simulieren und Cam natürlich auch simulieren. Nächsten Monat haben wir noch einiges vor uns. Wir haben nicht einige Spieler haben wir gekauft. Letztes im Winter. Wir haben gekauft uns Waynoff war ablösefrei. Also vereinslos. Valiente haben uns geholt. Etc. Noch wen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Ich wollte einen Torwart holen, das ging leider nicht mehr. Wir haben uns ein bisschen dumm angestellt, bin ich ehrlich. Wir haben noch 2,6 Millionen. Wir hätten so einen heftigen Stürmer holen können, bin ich ehrlich. Davis. Ah, Davis kommt zu uns. Davis ist ein Jugendspieler gewesen normalerweise. Der wird hochkommen. Eins. Hier. Innenverteidiger. Da haben wir ein bisschen was, ja, nicht viel. Wir haben Bradley und Bulvitis. Aber beide auch schon älter. Okay, Bulvitis ist ein bisschen älter. 29. Der Rest noch, beides jung. Sawyer, naja, der ist 31. Und Davis 17 und könnte. Boah, da kann viel spielen, sehe ich gerade. Könnte LV gehen. Wenn wir ihn da brauchen, auf jeden Fall. Aber egal, rein geht's gegen Cambridge. Wir sind momentan sind wir Erster. Und das ist sehr gut. Verdammt gut. Am besten machen wir so weiter, denn ich möchte nicht verlieren. Und das haben wir dann. Ah, Cambridge in Führung mit Barry. Ganz Saibu, wichtig. Saibu trifft mittlerweile aktiv. Zwei Tore in 21 Spielen. Da sehe ich mich. Na, kommt noch was? Kleiner Tor? Ne, okay, 1-1. Schade. Wäre jetzt wichtig gewesen, eindeutig. Wäre verdammt wichtig gewesen. 56 Punkte momentan. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Und wir können mal wen rausnehmen. Ja, Davis ist drin, ja, perfekt. Wie gesagt, wir machen alles bis 68 erstmal. Pumpen wir hoch an Training. Das Zetterer durfte auch nicht rauskommen. Und Davis verbessert sich aktiv. Levi's würde ich gern hochziehen als Stürmer, aber der ist erst 15. Okay, Bradley möchte über sein Gehalt sprechen. Mal gucken, wie viel er mehr möchte. Gucken wir ganz kurz. Kann er nicht allzu viel sein, so gesehen. Hier. Der möchte 6K. Ja, okay, geben wir ihm die 6K. Wichtiger Stammspieler passt so gesehen. Ja. Rooney, ja, die Verträge werden wir alle auslaufen lassen, glaube ich. Denn, ganz ehrlich, die sind nicht gut, die Leute. Also sind unsere Spiele, die ich gescoutet habe, viele Deutsche. Also eigentlich, glaube ich, nur zweite Bundesliga-Spieler. Fox ist wieder okay. Bradley verlängert, perfekt. Wir haben Erik. Ja, okay, ich dachte, er wäre stärker. Fabian Ruiz. Reze. Ah. 63, gar nicht so schlecht. Für unsere Liga. Ist er verliehen? Er packt mir auf Wunschliste. Nach der Season mal gucken. Pascal Köpke. 69. Finde ich nicht schlecht. 1,5 Millionen ist viel Geld, aber wäre krass, den zu haben. Wirklich. Emanuel Iona. Ja, spricht man ihn so aus? Ich weiß es nicht. 62 ist so eine Überlegung. Kann man nehmen, vielleicht sogar. Lukas Höhler. 67 wäre auch eine Möglichkeit, bin ich ehrlich. Und letzter auf der Liste, Robert Glatzel, momentan bei Hamburg, sehr gut am Spielen.
glaube ja. 61 und 23 müsste man halt überlegen. Aber so ein paar finde ich da gar nicht so schlecht. Und wir sagen, gegen Mansfield, für euch ein Cut für mich ein paar Sekunden. Los geht's. Was mir aufgefallen ist, McCormick, der für bei uns war, Luke McCormick, spielt bei den Gegnern. Das, ja. Der spielt sogar Stamm, sehe ich gerade. Aber uns spielt Cetera, deswegen hoffe ich mal, dass Cetera einiges reißen wird. Los geht's. Scheibu, was ein Steilpass! Wunderschön! Oh mein Gott, das Tor war wunderschön. Dieser Zusammenpass, wunderschön, wirklich. Scheibu, schönes lange Eck gezirkelt quasi. Das lange unter der Eck, wunderschön. Und so müssen wir weiterhin spielen, das ist ganz wichtig. Scheibu, wunderschön gemacht. Oh, Taylor, das wär's gewesen. Das wäre so wichtig gewesen. Wir kommen auch da stark. Wir kennen ihn schon. Wir hätten vielleicht ins rechte Eck schießen müssen. Aber Ecke. Ja, Ball noch drin auf jeden Fall. Ja, schade. Ja, Ball ist weg. Ah, es wäre die Chance gewesen für Taylor fürs 2 zu 0. Das wäre so wichtig gewesen. Wunderschön! Oh mein Gott, Scheibu! Was ein Kopfball! Ich will das Tor nochmal sehen. Mann! Schon diese Vorlage. Tanner mit einem wunderschönen, extrem starken Sprint. Halbzeit. Und dieser Kopfball, ich will die nochmal sehen am Ende des Spiels. Der war so schön. Also Shabu ist, glaube ich, angekommen mittlerweile in der Liga. In den letzten glaub, 4 Spielen, 4 Tore. Bis jetzt. Einfach top. Und damit heißt es einfach nur noch Führung ausbauen. Taylor ist lange Eck. Oh, Shabu! Nein! Och man, das wäre es gewesen, Scheibu für einen Dreierpack. Na komm, ich hätte das stark, eindeutig. Okay. Ah, schade, das wäre so wichtig gewesen. Er zieht links vorbei am Tor. Oh. Ein drittes Tor wäre so wichtig jetzt nochmal, nur um die Dominanz zu zeigen, die wir haben in der Liga. Taylor mit dem Ball. Na, viel zu schwach. Kann meine Oma ja besser. Und das so einfach geht's einfach. Carry macht es wunderschön, unser Captain mal wieder. Einfach wunderschön gemacht, sind wir ehrlich. Und da ist es 3 zu 0, ganz wichtig. Und ich will nochmal das Tor sehen von Shaibu. Diese Vorlage und dann. Dieser mächtige Kopfball. Wunderschön. Wirklich. So ein mächtiger und schöner Kopfball. Selten gesehen bis jetzt.
Zentral kommt schon mal raus, perfekt. Von 68 hoch. Scheibe geht auch mal hoch auf 74, 54. Levis auf den 60. Mal gucken, wie die geschrieben haben bei uns. Damit sind wir weiter auf Platz 1 mit 4 Punkten Vorsprung, die sich erstmal keiner nehmen kann, was so wichtig ist für uns. Gegen Kalis werden wir ein bisschen umbauen, finde ich. Das Scouting-Update werden wir erstmal angucken. Jetzt hier. Ja, ist okay. 80. Ja, okay, 30, das brauchen wir nicht. Aber wir werden ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Wir werden mal. Na, Fox ist noch nicht ganz fertig. Fox werden wir mal reinpacken für Songo und Jervis packen wir für Donaldson rein, würde ich sagen. Carita kommt mal für Slu rein. Tauschen mal Bradley für ein Spiel gegen Valiant aus, würde ich sagen. Und Saki wird doch mal von vorne angehen für Reinov rein. Das ist, glaube ich, eine gute, ja, Aufstellung. Erstmal. Ja, die haben 3 Spielfolge gewonnen. Okay. Aber bis jetzt ruhig. Shaibu hat so viel getroffen in den Tor in den letzten Spielen. Ne? Waring macht das erste Tor für Kalis, aber wird gleich eigentlich immer aus. Von daher. Gucken wir mal. Kommt da noch ein Tor? Ich hoffe es. Nee. Wir verlieren damals unsere Siegesserie gebrochen. Das finde ich gar nicht gut. Und ein paar rote Karten sind da, sehe ich gerade. Reinhoff wird wieder reinkommen. Valjet auch. Kevin muss raus, dafür kommt mal. Machen wir mal einen dritten Sturm einfach rein für das Spiel. Für das nächste. Trailcake muss raus, kommt mein Bradley rein. Den anderen haben wir ja nicht momentan. Deswegen müssen wir leider so spielen für das nächste Spiel. Das ist gar nicht optimal, sehe ich gerade. Ja, du spielst doch gleich. Zetterer darf raus. Dafür kommt. Er kommt dann rein für ihn erstmal. Machen wir mal Reinhardt rein ein bisschen. Könnte nicht schaden, den ein bisschen zu trainieren vielleicht. Einzelpunkt Punkt hoch. Könnte unser Gesamtrating ein bisschen weiter höher sein. Momentan haben wir durch Reinhardt nur eine 62 als Gesamtwerting. Gesamtvoting. Normal fahre ich immer eine 64. Sind 2 Punkte, die ein bisschen fehlen, muss ich sagen. Was ein bisschen schade ist. Kalis war 5, da jetzt geht's gegen den 18. Okay. Sagen, ich gucke vorher nicht, wo die stehen. Ich mache es immer zufällig. Also, die Spiele interessant finde ich, spiele ich dann. 59 Punkte. Mal gucken. Sagen, wir gehen direkt ins Spiel rein. Los geht's. Sind wir Leute gegen Hartley Pool. Das heißt eigentlich nur noch gewinnen. Mehr ist da nicht heute dran. Los geht's. Erster Zeit rum und ich muss sagen, wir waren absolut schlecht. Wir hatten ein Torschuss und das war's. Der Rest war echt extrem schlecht für uns.
Tanner werden wir rausnehmen müssen, weil er verletzt ist und dann nicht richtig spielen kann. Und Garita gibt mir. Oh. Garita wird spielen für. Wenn wir rauskommen. Der macht keinen guten Job. Ja, zweimal auswechseln müssen wir einfach. Um, wir haben eine Torchance, das geht nicht. Geht gar nicht. Oh, Jervis. Ja. So wichtig. Vorlage von Shaibu. Und Jervis macht das Tor. Ganz wichtig. Und damit 1-0 Führung. Hoffentlich halb jetzt einfach. Mehr möchte ich gar nicht. Damit ab. Wir gewinnen 1-0. Absolut lucky. Wirklich. Die erste Halbzeit haben sie quasi nur die geführt. Die erste Halbzeit. Oh, ein bisschen belastend gespielt haben, ein bisschen muss ich sagen. Aber wir hatten noch ein paar schlechtere Spieler dabei, muss man sagen. Die wir reinnehmen mussten. Durch die gelben Karten. Durch die roten Karten. Leider, bin ich ehrlich. Hätte gern anders gespielt. Aber ging halt nicht anders. Jervis, wir drin lassen. Der hat ein Tor gemacht, den lassen wir drinne. Tanner muss raus. Das packen wir jetzt mal Jervis rein, würde ich sagen. Kommt Donaldson wieder rein. Ja, noch was. Ja, Fox kann noch nicht ganz spielen anscheinend. Schade. Den gern spielen lassen für Wainoff. Nächstes Spiel. 5 Tage nur, okay. Das ist okay, würde ich sagen. 5 Tage, das ist okay. Das Problem war, er hat früh verletzt, das muss man ihn früh rausnehmen, leider. Aber wir gehen rein gegen Steven Age. Ja, los geht's. Sind immer Erster. Wichtig, finde ich das. Ganz wichtig. Sven hier ein Unentschieden letzte Spiele. Okay, das ist machbar auf jeden Fall. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Das ist alles machbar. Setola, ja, wichtig. Carry, noch wichtiger. Scheibe bekommt früh raus, leider sehe ich gerade. Damit gewinnen wir schon wieder 2 zu 0 und damit, ja. Geht unsere Siegesserie von neu los, hoffentlich. Ich würde sagen, die 5 Spielen 1 verlieren. Der Rest positiv quasi, gar nicht schlecht. Levis geht 1 hoch. Davis auch, glaube ich. Perfekt. Levis ist jetzt schon krass. Und der hat erst eine 61 oder ist erst 15. Können wir schon hochziehen? Wir können ihn hochziehen, Leute. Das werden wir machen. Wir werden Vertrag anbieten. 3 Jahre. Nehmen wir 4. Na, schade. Mehr ging gar nicht. Ja, schade. Und verletzt 3 Monate. So, Kollege. Das ist ganz kritisch gerade. Das ist ganz kritisch, dass so, Kollege, jetzt verletzt ist. Ganz kritisch. Dafür muss Bradley ja spielen. Und damit kriegt Davis einen Platz in der auf Auswechselbank. Okay, so früh. Donaldson möchte verlassen. Das werden wir werden ihn statten. Ihn hält hier nichts quasi. Deswegen werden wir Donaldson ganz kurz auf die. Ja. Auf die Transferliste packen, würde ich sagen. Wo ist er denn? Gescheit Boost 2 Jahre geliehen, sehe ich gerade. Perfekt. Setole auch. Perfekt. Wo ist er denn? Donaldson, Donaldson, Donaldson. Hier.
Er möchte weg. Frage Leihliste. Wir machen mal die Leihliste für 2 Jahre. So. Und ich würde sagen, das war schon von dieser Folge. Nächste Folge ist dann auf die 6 Spiele. Wir werden jetzt immer einen Monat rein, komplett reinnehmen, würde ich sagen. Das heißt, ja, los geht's. Also, bis zur nächsten Folge. Also, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke, kommt gerne auf meinen Discord. Da seht ihr immer die Game Booster Updates quasi extra früher. Also, kommt da gerne drauf. Ja, folgt mir auf Social Media, Instagram, Twitter, Twitch und ja, sonst euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und ciao.